Liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfocus-Folge vom 20.01.2019. Ja, inzwischen hat der Winter auch das Flachland fest im Griff. Ich war vorhin draußen und mir sind bald die Finger abgefroren. Also diese Kälte, das ist ja überhaupt nichts für mich. Das macht das Fotografieren in freier Wildbahn natürlich umso schwieriger, obwohl bei diesem Wetter, bei diesem Licht natürlich manche Motive wirklich interessant sind. Ja, ich bin da wohl zu sehr Pussy, als dass ich mich bei dem Wetter tatsächlich rausbegebe. Würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie es bei euch so ist. Geht ihr bei Kälte, Regen, Nässe, also bei ungemütlichem Wetter raus und fotografiert? Oder dann doch eher, wenn die Sonne scheint? Also nicht, wenn es nicht kalt ist, sondern wirklich dann, wenn man sagt, das ist so ein Wetter, da möchte ich drin bleiben. Rafft ihr euch dann trotzdem auf und geht raus oder bleibt ihr dann lieber drin und schont die Kamera? Neuigkeiten aus der Welt der Filmindustrie gab es natürlich in den vergangenen Tagen auch. Und da will ich euch kurz auf den neuesten Stand bringen. Erster Punkt, ein weiterer neuer alter Kinofilm, den Lomography, auf den Markt bringt. Nachdem es beim letzten Mal Berlin war, ist es diesmal Potsdam. Ein Schwarz-Weiß-Kinofilm aus alten Beständen, der aufbereitet, umgespult, in Kanister verpackt, jetzt zum Verkauf angeboten wird. Fünferpack für schlanke 39 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, also nicht der günstigste Film, aber eben ein seltener, ein exquisites Material, limitierte Auflage. Die Bilder, die auf den Seiten veröffentlicht wurden, sehen nicht uninteressant aus, aber auch nicht so, dass man sagen würde, kann man mit keinem anderen Film der Welt erreichen. Muss man also selber wissen, ob man den gerne verschießen möchte oder nicht. Und da ich dann schon mal unterwegs war in Sachen neuer Film, habe ich auch noch mal auf der Seite von Silbera vorbeigeschaut. Die Kampagne ist natürlich noch offen. Flexible Goal, das heißt also auch nach Ablauf der ursprünglichen Kampagnenlaufzeit wird da weiter Geld gesammelt, um das Ganze nach vorne zu bringen. Es sieht also so aus, als würde man da tatsächlich noch arbeiten und die Sache nach vorne treiben. Ich versuche da mal für die nächste Backfocus-Folge an ein paar mehr Informationen zu kommen. Die berichte ich euch dann. Es ist gut zu sehen, gut zu wissen, dass gerade bei der Bandbreite, die man sich da auf die To-Do-Liste geschrieben hat, die man veröffentlichen möchte, dass es da noch vorwärts geht. Da fällt mir ein, ich sollte mich auch für die nächste Backfocus-Folge auch noch mal um Ferrania kümmern. Da geht es ja, wie man hört, auch noch weiter. Und wenn man dann schon mal bei Indiegogo oder Kickstarter steckt, da gibt es noch ein anderes interessantes Projekt, der Stefan Euler. Den habe ich euch schon mal in einem der vergangenen Videos vorgestellt mit dieser Kühlschrank-Kippmaschinen-Selbstbaulösung, zu der es mittlerweile übrigens auch ein Anleitungsvideo gibt, wo genau drin erklärt wird, welche Bauteile man wo bestellen kann, was die kosten und wie man die dann verbaut. Sehr interessant, also wer sowas mal machen möchte, vielleicht nicht unbedingt in einem Kühlschrank. Das Ganze geht ja auch standalone, ohne Temperierbox außenrum, aber in einer temperaturkontrollierten Umgebung ist das natürlich viel sinnvoller. Nichtsdestotrotz, für Pi mal Daumen 60 Euro kann man sich eben so einen Filmschüttler bauen, der einem dann bei der Filmentwicklung unterstützt. Und genau von jenem Stefan Euler gibt es jetzt ein neues Projekt. Eigentlich gibt es schon zwei, aber über eins wollen wir heute reden. Und das ist ein Testprint-Rahmen. Sowas gab es für die Dunkelkammer früher mal von Kaiser und Ähnlichen mit so
kleinen Schiebern, mit denen man dann verschiedene Türchen öffnen konnte, um Testprints zu erstellen. Gab es auch als Vierfachlösung, so als Maskenrahmen quasi mit vier großen Klappen, wo man dann vier gleichartige Prints erzeugen konnte. Auf einem großen Bogen, zum Beispiel zur Beurteilung des Farbstichs. Denn bei Teststreifen, da ist es ja oft so, dass ich die einmal über das ganze Motiv lege und dann von links nach rechts oder rechts nach links aufziehe mit verschiedenen Belichtungszeiten. Man hat dann in der Mitte oder ja, ziemlich zentral die bildwichtigen Stellen und links und rechts oft Randinformationen, wo man die Belichtungszeit gar nicht so gut beurteilen kann. Und damit man seinen Testprint immer an der richtigen, nämlich bildwichtigen Stelle anfertigen kann, hat der Stefan Euler einen Rahmen entwickelt, zuerst als 3D-Print. Der ist aber jetzt als Aluminium-Version geplant und da hat er tatsächlich auch in Fernost schon einen Hersteller gefunden, der ihm das Ding zu günstigen Preisen bauen will. Selber verdienen will er daran nichts. Das heißt also, die Produktionskosten bei 100 Stück liegen die so roundabout bei 19 Euro. Die gibt er 1:1 weiter und ja, wenn sich da 100 Leute finden, dann wird das Ding in Auftrag gegeben. Dazu hat er eine Indiegogo-Kampagne gestartet. Ich mag das ja immer, wenn sich jemand hinsetzt und nicht nur erzählt und faselt und tut, sondern tatsächlich dann was an den Start bringt und da ein Produkt draus wird. Ob jeder das, ist eine vollkommen andere Geschichte. Ich finde das einfach toll, Dinge zu machen, weil davon wird die Filmfotografie, die analoge Fotografieindustrie in den nächsten Jahren immer mehr zehren, davon, dass Leute eigene Ideen auf die Beine stellen. Von so her finde ich das definitiv unterstützenswert. Ich habe das Projekt schon gebackt. Vielleicht schaut ihr mal hier auf die Webseite und unterstützt das dann auch. 20 Euro ist nicht die Welt. Und wenn man ein bisschen Dunkelkammer arbeitet, gebrauchen kann man es das ein oder andere Mal mit Sicherheit. Da würde ich euch also sehr ans Herz legen, das Projekt damit zu unterstützen und ja, einen Daumen nach oben zu geben. Gebt dem Stefan Feedback, was ihr davon denkt, kommuniziert das weiter, damit andere davon erfahren, finde ich eine gute Sache, die man definitiv unterstützen sollte. Ja, eine lustige Geschichte ist mir dann auch noch vor die Füße gefallen, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut mal bitte hier in diese eBay-Anzeige. Da verkauft jemand tatsächlich ein paar Wischtücher, alte Glühbirnen und einen ganzen Schwung alter Filmdosen, so wie es aussieht, ohne Inhalt. Für 28 Euro fand ich dann doch einen sportlichen Preis für leere Filmdosen. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt und der Preis war vorher noch höher. Da hatte ich mir das gebookmarkt, aber jetzt hat er einen gesenkten Preis, dann der immer noch, fand ich drollig. Auf jeden Fall mal einen kleinen Blick wert. Neuigkeiten zum Thema E6 gibt es aus den USA. Da gibt es den Hersteller Atwell. Seht ihr hier. Der bietet jetzt ein neues E6 Chemie-Kit an. Eine Unze und eine Gallone, was so über den Daumen gepeilt 1 Liter und 2,5 Liter sind. Der Preis ist relativ hoch. Angepeilt sind da 59 Dollar für die One-Ounce-Version und 100 und ein paar Tote für die One-Gallon-Version. Ich glaube 132 oder sowas. Nagelt mich da nicht fest. Preis steht unten in der Beschreibung zu dem Produkt. In Europa vermutlich so direkt noch nicht erhältlich. Da muss ich einen Importeur finden, denn Chemie über Kontinente zu verschiffen ist immer so ein bisschen tricky. Das lässt sich nicht mal eben so verschicken. Per Luftfracht oder sowas. Ist also fraglich, ob das in Deutschland jemals auf den Markt kommt. Wichtig ist aber, dass es Alternativen gibt zu dem einzigen bis jetzt existierenden Kit von Tetenal und da steht die Zukunft ja in den Sternen.
Ist also auf jeden Fall ein bisschen beruhigend, dass da was passiert. Das Ganze mit Sicherheit auch im Zuge des Hypes um den Ektachrom, zudem es hier einen sehr interessanten, weil anspruchsvollen Review gibt, finde ich auf jeden Fall lesenswert, da mal von einem professionellen Naturfotografen, der unter nicht ganz leichten Bedingungen mit dem Film losgezogen ist und wie ich finde, tolle Ergebnisse produziert hat und sogar so ein bisschen mit der mehr aufräumt, dass Diafilm nun gar keine Unterbelichtung verträgt. Also der Ektachrom scheint da tatsächlich, auch wenn es Qualitätsverluste gibt, aber relativ geduldig zu sein. Anderthalb Blenden unterbelichtet, trotzdem noch Bilder gerettet. Lesenswert allemal der Artikel. Schaut euch das an. Link gibt's wie immer da unten. Und nachdem wir Kodak damit entsprechend bedient hätten, lohnt es sich jetzt auch noch ein Wort zu Fujifilm zu verlieren. Denn da, auch da habe ich in der Vergangenheit schon mal drüber berichtet, scheint das Engagement zu wachsen. Nicht nur, dass es jetzt die US-amerikanische Webseite zum Thema analoge Fotografie gibt. Ich verlinke die sicherheitshalber auch nochmal unten. Nein, es gibt jetzt auch Kurse zusammen mit dem, wie heißt er, Wonder Photoshop. Wenn ihr also in New York gerade mal seid oder was Wochenende, könnt ihr da mal vorbeischauen. Das ist also wohl ein offizieller Fujifilm-Shop, auch digital, aber eben auch analog. Und die bieten analoge Fotokurse an. Finde ich schon mal schön. Weiß ich nicht, wie weit da der Shop und wie weit Fuji sich engagiert. Interessant ist dann auch noch diese Seite, ja, das ist Filmmaterial von Fuji, das ich bis jetzt überhaupt noch nicht kannte. Schwarz-Weiß-Filmmaterial, das wohl dazu dienen soll, in einem bestimmten Trennprozess die Farbkanäle von Filmmaterial aufzunehmen zur Archivierung. Das heißt also, da geht es ganz besonders um Qualitätssicherung, da geht es ganz besonders um maximale Auflösung und Langzeitstabilität, denn Schwarz-Weiß-Film lässt sich natürlich wesentlich besser lagern als Farbfilm auf Dauer. Das wäre mit Sicherheit mal Material, das interessant wäre, wie sich das im Normalfall in der Kamera verhält. D96 und D97 sind die Prozesse, wo das Material zu entwickeln ist. Das ist also ja keine Raketenwissenschaft, das ist ein zugängliches Verfahren. Fand ich interessant, da auch mal von Dingen zu lesen, von denen ich gar keine Ahnung hatte, dass die überhaupt existieren. Mit den News für diese Woche soll es das gewesen sein. Ich hoffe, für euch war auch das ein oder andere Interessante dabei. Langsam sprechen. Ich mache noch ein paar Dunkelkammer-Videos, die dann in den nächsten Tagen kommen. Und dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.